Ein Feuer. Doch es verbrennt nicht das Holz selbst, sondern aus dem Holz verdampfen aufgrund der Hitze die flüchtigen Anteile. Die reagieren chemisch mit dem Sauerstoff aus der Umgebung. Was man also als Flamme sieht, ist brennendes Gas. Paradox. Mit Gas kann man brennendes Gas löschen, aber nur dann, wenn das Gas so aussieht. Wie Schaum. Das ist nichts anderes als in kleine Bläschen eingeschlossene Luft. Die Feuerwehr verspritzt den Schaum. Der legt sich wie ein dichter Teppich über die Flammen und erstickt sie. Er schneidet sie also von der Sauerstoffzufuhr ab. Damit löscht man üblicherweise Feuer mit Wassertropfen. Je kleiner die sind, desto besser. Auch das ist ein wenig paradox. Normalerweise verdampft Wasser, wenn es warm wird. Aber dabei nimmt es Wärme mit. Genau das ist der gewünschte Effekt. Das Wasser verdampft und saugt aus der Flamme Energie. Es kühlt so die Flamme. Bald reicht die Temperatur nicht mehr, damit sich die Gase weiter entzünden können. Das Feuer erlischt. Jetzt müssen wir nur noch klären, warum kleine Tröpfchen besser sind als große. Bei ihnen ist die Oberfläche der Tropfen größer als bei dicken Tropfen. Es kann also mehr Energie aufgesaugt werden. Das Wasser verdampft schneller. Deshalb müssen die Feuerwehrleute bei einem Brand entscheiden, welche Düse sie auf ihr Strahlrohr schrauben. Eine, die einen scharfen Wasserstrahl mit einer großen Reichweite ausstößt, oder eine mit einem sehr feinen Sprühnebel und vielen kleinen Wassertröpfchen. Den Erfolg sehen die Feuerwehrleute gleich an der Farbe des Rauches. Verfärbt sich der Rauch weiß, dann löschen sie richtig. Dann ist der Wasserdampf in großer Menge vorhanden. Dem Feuer kann so schnell die Nahrung entzogen werden.